Hallihallo, ihr Lieben. Ich weiß genau, dass ganz viele von euch auf dieses Video mit großer Spannung warten. Und wie ihr seht, es hatte einen besonderen Grund, warum ich ein bisschen warten musste, bis dieses Video gedreht wurde. Weil wir mal wieder ein ultra geheimes Guru-Treffen veranstaltet haben. Und da ich mich nicht imstande sah, das alleine zu bewerten, habe ich eben die anderen drei Gurus eingeladen, mir dabei zu helfen. Und was wir quasi ausgesucht haben, das seht ihr im Anschluss daran. Und es war ganz spannend. Wir konnten uns total überhaupt nicht entscheiden. Und ja, seht selbst, mit zitternden Fingern und bibbernden haben wir euch die Daumen gedrückt. Und ja, wir schauen, was bei rausgekommen ist. Also, was ihr jetzt hier seht, das ist der sogenannte Recall, was ihr ja von schon 1000 Casting-Shows kennt. Und wir müssen uns jetzt nochmal wirklich, wirklich anstrengen, damit wir da überhaupt eine Auswahl treffen. Jede einzelne Karte war so toll und unsere Köpfe rauchen jetzt schon von dem, was wir nur in den Recall gebracht haben. Und da wir ja nur 4 Preise haben, die durch Auswahl quasi gemacht werden, jeder Co. sozusagen für einen Preis steht, wird das jetzt ganz schön schwer, hier irgendwie so einen absoluten Favoriten rauszufinden. Also die Guru-Jury hat getagt, wir haben unsere 4 Gewinnerinnen gefunden, es hat sogar noch einen Sonderpreis gegeben, aber dazu sage ich euch ein bisschen mehr, wenn ich die Preistüten zusammengestellt habe und ich wieder zu Hause bin. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir einen Guru-Zufallspreis auslosen und ich werde jetzt quasi mal mit geschlossenen Augen in den Karten rumwühlen und gucken, wer von euch quasi per Zufall für die ganze Mühe belohnt wird, weil wir konnten uns einfach nicht entscheiden, jede Karte war so toll, oder? Ja, die waren alle super, also ich habe echt fast geheult, nein, ich hatte schon Pippi in den Augen. Ja, und deswegen... Wunderbar. Brrr, ihr macht den Trommelwirbel, bitte. Ich nehme die. Das ist die Sonderpreiskarte, random, gewonnen hat Franzi X31, Entschuldigung. Was genau du gewonnen hast, zeige ich dir auch, wenn ich die anderen Tüten zusammengestellt habe. Okay, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause und es wird Zeit, euch nicht länger auf die Folter zu spannen, euch zu zeigen, wer gewonnen hat und vor allem, was derjenige gewonnen hat. Wissen tut es ja jetzt schon die Franzi X31. Das habt ihr ja im Video gerade gesehen, wie ich diesen Verlosungspreis gezogen habe. Und Franzi, du kannst dir von diesen Lip-Tip- und Eye-Tip-Sachen 2 Sorten aussuchen. Ich zeige sie dir jetzt nochmal eben in die Kamera. Das sind so Q-Tips, so ähnlich wie Q-Tips, mit Lidschatten bzw. Lipgloss oder Lippenstift drauf. Also such dir 2 davon aus, schreib mir deine Adresse über YouTube und welche 2 du gerne haben möchtest. Das ist dein Preis. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir zum Guru-Sonderpreis. Als die Gurus die ganzen Karten gesehen haben, hat sie eine Karte ganz besonders berührt. Und das kann ich auch verstehen, weil es auch wirklich mich total berührt hat. Und der Guru-Sonderpreis, das ist jetzt ein Preis, den die Gurus gestiftet haben, nicht ich, ist diese Karte. Und sie ist von SamZK. Herzlichen Glückwunsch, SamZK. Und du bekommst ein Essence Lipgloss mit den 4 Guru-Autogrammen drauf. Also schreib auch du mir bitte deine Adresse über YouTube, damit ich dir diesen Guru-Sonderpreis schicken kann. About who to trust, rely on people, be nice, they must, straight line effort to achieve the goal, to be irreplaceable. So, jetzt kommen wir zu den Preisträgern. Eigentlich sollte es ja nur 3 geben, aber wie ihr seht, man ist einfach ganz schnell dazu verleitet, mehrere Preise zu entwickeln. Und Platz 4 gewinnt ein Lotion- und Duschgel-Set von Victoria's Secret in dem Duft Juicy Apple. Und der Preis geht an Lilith.
Lilito, ich weiß nie, wie man es ausspricht. Sie hat eine Happy Birthday Voodoo-Karte geschrieben mit vielen Pins für Gesundheit, Liebe und so weiter. Ich fand die Idee super. Es war auch ganz toll gezeichnet und ja, so einlaminiert. Also da waren wir uns einig, das ist Platz 4. Platz 3 ist eine ganz besondere Karte und ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Das ist diese hier. Sie kommt von Silizium Marie und die kann man mit einer ganz besonderen Falttechnik immer weiter auseinander machen. Und sie hat dann die 4 Jahreszeiten da drauf gemalt. Also wirklich ganz, ganz toll. Das ist der 3. Preis und du bekommst ebenfalls ein Duschgel von Victoria's Secrets in Juicy Apple und eine Urban Decay Primer Potion. Also ich habe euch nicht so viel versprochen, wenn ich gesagt habe, fette, fette Preise. Es wird immer spannender. Wir kommen zu Platz 2. Platz 2 ist diese Karte. Sie kommt von Chiquita 4 Banana und es ist total super gebastelt mit den Haaren aus Wolle und es muss halt auch nicht immer so perfekt sein. Und es sind halt verschiedene Lippenstifte quasi, die diese kleine Figur tragen kann. Und du bekommst die Body Lotion in Juicy Apple von Victoria's Secrets. Du bekommst einen Estee Lauder Lip Gloss und du bekommst eine Lidschattenpalette in Grün-Orange-Tönen. Ich hoffe, das gefällt dir. Also schreib auch du mir deine Adresse über YouTube, damit ich dir deine Preise zuschicken kann. Und jetzt gibt es noch quasi eine Gewinnerin. Und es war wirklich für uns total schwer. Und letztendlich haben wir uns für diese Karte entschieden. Nosebleed Baby hat quasi die Coco gezeichnet, wie sie ihr Wohnzimmer dekoriert. Und also ganz toll ist auch, dass in der Pupille, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, ist zum Beispiel dieser Giebel von dem Haus, das sich gegenüber von dem Fenster befindet, wo ich normalerweise meine Videos drehe. Also richtig super. Du bekommst zum einen ein Urban Decay Body Glitter Powder. Dann bekommst du 2 farbige Lidschattenpaletten. Und du bekommst eine Nude Palette. Schick auch du mir bitte deine Adresse über YouTube, damit ich dir die Sachen zuschicken kann. Und ich bedanke mich wirklich bei allen, die mitgemacht haben. Und es war so toll und ich werde alle eure Karten für immer aufbewahren. Es hat mir wirklich total viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, die, die nicht gewonnen haben, sind nicht sauer. Es können halt nur mal ein paar gewinnen. Ich werde aber definitiv einen weiteren Contest machen und die Preise werden eher dicker als kleiner. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Für heute sage ich ciao, ciao, eure Coco.